Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity. Jo, erstmal entschuldige ich mich dafür, dass jetzt ein paar Tage keine Folgen mehr gekommen sind. Also sowohl Baldur's Gate als auch Pillars, weil ich private Dinge zu erledigen hatte und deswegen Pillars nicht aufnehmen konnte. Das habe ich jetzt dann heute nachgeholt und heute kommt auch gleich hoffentlich die erste Folge wieder. Deswegen dürften es nur 2 Tage sein, wo jetzt ausgefallen ist. Ja, gut. Das erste, was ich sagen wollte, was ich schon am Ende der letzten Episode sagen wollte, der letzten Aufnahmesession, das hier ist viel angenehmer und leichter. Ich meine, wir haben uns gerade am Schluss durch die Räuber hier gekämpft und uns mit den Söldnern hier angelegt, mit der Abenteuergruppe. Und das ging irgendwie viel einfacher, als ich mit den Kopfgeldjägern rumzukloppen, mit den Kopfgeldfuzzis rumzukloppen, die wir da haben. So, jetzt will ich mal kurz gucken, Karte. Da lang geht's zur Brücke. Wir wollen mal nach Süden, wir wollen mal die Feuerfälle jetzt erkunden. Und hoffentlich auch in diese Richtung noch weiterkommen, an die Küste. Um Saganis besonderen Freund zu finden. Sturmwallschlucht, die lassen wir erst einmal. Wir reisen jetzt zu den Feuerfällen. Und hoffen, dass wir da nicht wieder Drachen begegnen. Dieser Ort klingt nämlich schon fast danach. Okay, es ist dunkel geworden. Die Karte sieht schon mal nicht sonderlich groß aus. Ein Jungdrache. Okay, ein Jungdrache. Schaffen wir den? Gucken wir mal. So, erstmal machen wir markierte Beute, dass er ordentlich was abbekommt. Dann kannst du ja mal ein paar magische Geschosse auf ihn feuern. Du kannst einen Verletzungsschuss auf ihn feuern. Du kannst einen Verletzungsschuss auf ihn feuern. Und er ist schon mal verletzt. Palegina, leg mal meinen Fenris die Hände auf. So. Hey, das geht ja eigentlich ziemlich gut. Wir müssen nur aufpassen, dass es nicht mehrere auf einmal werden. Fenris hat da gut durchgehalten, eine Jungdrachenklaue. Ja. Slowly now. Also hier ist ein Jungdrache und eine Flammenfäule. Ja, wir sollten uns erst einmal ein junger Jungdrache. Oh, und Xaurips. Das wiederum ist nicht so schön. Obwohl die Xaurips, die sind nicht so gefährlich eigentlich. Die Flammenfäule macht mir eher Sorgen. How may I help? Schleichen wir erstmal dran vorbei. Okay. Das Wasser hier kocht. Oh, wir können mal hier rausgucken. Okay, hier gibt es schon mal nichts mehr. Versuchen wir erstmal die Drachen so weit wie möglich zu umgehen. Mit Xaurips legen wir uns gerne an. Xaurip Hohepriester, Okay, es sind mehrere Xaurip Priester, die dürfen aber... Au! Okay, sie machen schon ein bisschen Schaden. Xaurip Scharmützler, ein Xaurip, schwer verletzt. Oh, achso, du bist vor dem Xaure-Priester. Oh, Edda hat's umgehauen.
Leave it to me. So. Ihr alle auf den Zauberpriester feuern. Das macht schon mal guten Schaden, wenn er die ganze Kompanie feuert. So. Okay, das sieht noch ganz verträglich aus. Und ja, ich bin hier extra etwas vorsichtiger. Margrin's Fire casts light in dark places. Ja, das glaube ich sogar, dass Margrin's Fire das Licht in dunklen Plätzen einfängt. Okay. Kriege ich den Großen irgendwie alleine? Würde ich sehr begrüßen, wenn ich den alleine kriegen würde, den Großen. Let's go. So, er ist schon mal aggressiv und will mich umwerfen. Au, was wirkt denn da jetzt auf uns? Verängstigt ist okay, aber warum haben auf einmal alle so viel Ausdauer? Ach so, Feierodem. Au. So. Ah, und wieder das Spielchen. Du kannst ihm gleich mal eine reinbrezeln. Du benutzt mal eine Heilung. Okay. Ein Verwundungsschuss und noch ein Verwundungsschuss, auch wenn Fenris schon umgefallen ist. So, dort können wir uns ja immer noch zurückziehen in ein Gasthaus und einmal schlafen. Oh, Palegina sieht nicht gut aus. Achso, Palegina hat es umgehauen. Oh, das war knapp. Okay, den hat es erwischt. Aber Palegina, au. Hat es auch erwischt. I'm ready. Gut. Definitiv vorsichtig sein hier. Das Gebiet ist nicht groß, aber es ist gefährlich. Junger Jungdrache und ein Jungdrache. Eine große Flammenfäule. Da. Die scheinen alle die Mitte zu bewachen. Okay, sie ist müde. Oh, den wollte ich nicht anlocken. Oh, der holt zum Glück keine Hilfe, okay. Oder doch Hilfe? Ups. Das wollte ich eigentlich nicht. Wegrennen, das will ich. Ich kann nicht weiter, während ich im Combat bin. Mist. Warum auch immer Hagrim jetzt auf einmal auf den Drachen ballern musste. Okay, Hagrim ist einfach, hat einfach Aggressionsprobleme. Das müssen, damit müssen wir klarkommen. Nice and quiet. Auf jeden Fall sind wir zu sehr angeschlagen und die Feuerfälle sind definitiv noch eine Nummer zu hoch für uns. Habe ich so das Gefühl jedenfalls. Gegen eine Flammenfäule und einen Drachen dürften wir vielleicht noch ankommen, aber... Hey. Vielleicht wenn wir ein paar Zauber raushauen. Hör dir auf zu patrouillieren.
Das macht euch ja noch nerviger, wenn ihr patrouilliert. No good. Obwohl, du bist alleine. No good. How may I help? Kannst du ihn vielleicht umhauen? Ich habe ihn gerade niedergeschlagen. Echt. Also Viper ist Edda echt toll. So. Ich weiß, in die Mitte möchte ich schon mal nicht gehen. Da ist zu viel. Da sind mir auch zu viele. Du kannst während seines Kampfes nicht weiterziehen. Okay. Und ich dachte, ich wäre noch im Verstecken-Modus. So, los weg hier. Okay. Feuerfälle definitiv noch zu schwierig. Dann gehen wir mal zur Adelwarnbrücke. Dann machen wir jetzt mal mit der Hauptquest weiter. Mehr oder weniger. Weil in Richtung des kleinen Dorfes durch die Wildwallschlucht möchte ich mich nicht unbedingt machen. Harim hatte genug Erfahrung für einen Stufenausstieg. Oh. Okay. Ich habe 9 Punkte. Also auf jeden Fall 1 Punkt in Mechanik. Und den Rest spare ich mir mal. Weil Heimlichkeit, obwohl. Heimlichkeit vielleicht ein bisschen. Ja, doch. Nee, ich spare auf mich weiter auf Mechanik. Schnelle Zielerfassung. Der Weitläufer geht in einen schnell fließenden Offensivrhythmus über, durch den die Genauigkeit verringert, die Feuerrate und die Nachladezeit bei Fernkampfwaffen verbessert wird. Okay. Verteidigungsbündnis. Die empathische Verbindung zwischen dem Weitläufer und seinem tierischen Gefährt fördert einen übernatürlichen Sinn für bevorstehende Gefahren, wobei beide einen erheblichen Bonus auf Verteidigung erhalten. Wenn beide einem Angriff im gleichen Wirkungsbereich zum Opfer fallen. Verbindung des Pirschjägers. Die große Erfahrung im gemeinsamen Kampf ermöglicht es, dem Weitläufer und seinem tierischen Gefährten als äußerst effizientes Team zu kämpfen. Pfeile, die vom tierischen Gefährten angegriffen werden, werden flankiert, wenn der Weitläufer eine Fernkampfwaffe ausgerüstet hat und sich gegenüber dem Ziel befindet. Das klingt schon mal nicht schlecht. Sinn des Raubtieres. Das ist auch nicht schlecht. Stürmischer, also das macht plus 50% Schaden gegen Ziele, die Zeitschaden. Also das, mein Begleiter macht den. Also wenn ich einen Gegner verwunde mit einem verwundeten Schuss, macht mein Gefährte mehr Schaden. Stürmischer Flug. Jeder Fernangriff durch den Waldläufer birgt so viel Kraft, dass er durch das erste Ziel schießt und ein anderes dahinter stehendes Ziel trifft. Innerhalb eines Radius von 20 Grad und geringeren Schaden zufügt. Vorbereitung. Weist den tierischen Gefährten des Waldläufers ein, zu seinem Ziel zu preschen und es niederzuschlagen. Zweimal pro Begegnung, Geschwindigkeit, niederschlagen, für 5 Sekunden gegen Tapferkeit, teuflischer Schütze. Durch die verringerte Angriffsrate, bla 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 bla. Bonus auf Genauigkeit und Schaden, aber da ich eine Arbalest benutze, die eh schon langsam ist. Lieber nicht. Vorbereitung klingt nicht schlecht. Stürmischer Flug klingt aber auch nicht schlecht. Pirschjäger würde klingt eigentlich auch nicht schlecht. Das kann ich zweimal pro Begegnung machen. Stürmischer. Ich nehme stürmischer Flug mal.
Und Kampfgefährten. Wenn der Weitläufe in der Stufe aufsteigt, steigen Schadensreduktion, Genauigkeit und Schaden seines tierischen Gefährten an. Das ist auch gut.